klinischen Alltag steht die Gesundheit unserer Patienten im Vordergrund. Zur Freiburger Laufnacht wollten die Mitarbeiter des Universitätsklinikums etwas für ihre eigene Gesundheit unternehmen. Für die bevorstehenden 4 Kilometer werden die Läuferinnen des Klinikums mit Aufwärmübungen nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark und effektiv“ auf den Sieg eingeschworen. Das berufsgruppenübergreifende gemischte Kliniklaufteam wurde seit Monaten von der zentralen Physiotherapie und Unifit in wöchentlichen Lauftreffs intensiv trainiert. Vielleicht laufen wir, beziehungsweise ihr. Ja, vielleicht mit. Ergänzt wurden diese Vorbereitungen durch Fachvorträge der Sportorthopädie, Traumatologie sowie der Sportmedizin. Eine Abkühlung durch den bekannten Höllentäler blieb leider aus. Und so gingen die Läuferinnen bei extremen Temperaturen voller Erwartungen an den Start. Die erzielten Laufzeiten unserer Damen sind beeindruckend und einige erreichen unter den ersten das Ziel. Nun rüsten sich die Herren des Klinikums mit Dehnübungen für die erweiterte Laufstrecke von 6 Kilometern und wollen mit ihren Leistungen den Damen nicht nachstehen. Okay, wir beginnen, Achtung! Links, rechts. Beide geben nach rechts. Auch viele Herren des Klinikums erreichen die vordersten Ränge. Mit 142 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellte das Universitätsklinikum Freiburg unter 19 Laufteams nicht nur das stärkste, sondern auch das schnellste. Aber am wichtigsten waren der gemeinsame Spaß und die Erfahrungen der eigenen Leistungsgrenzen. Im nächsten Jahr, zum 550. Jubiläum der Universität Freiburg, ist eine Fortsetzung dieser Erfolgsserie geplant. Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie dem Organisationsteam des Universitätsklinikums für die gute Vorbereitungsarbeit.